Equitana Messe Tag 5, Show Tag 4. Noreen befüllt für die Kinderarbeit die Flyer. Nein, das sind die Kaderkids, die KK. Und wir laufen jetzt gleich vor wieder. Wir haben ja einen Parkplatz, das ist ein bisschen weiter weg. Die Parkplatzsituation ist ein wenig chaotisch. Ach Quatsch. Gestern sind wir mal kurz gerannt mit unserem ganzen Equipment, was ein bisschen schwer ist. Der ist halt auch zur Equitana. Und ja, heute haben wir aber unsere Showzeiten sind so geblieben laut Tagesprogramm. Yeah! Und wir freuen uns auf die erste Show, 10.30 Uhr. Pferde sind fit. Das ist das Allerwichtigste. Das Wetter macht jetzt mittlerweile auch mit. Hieß ja eigentlich, dass es die ganze Woche regnen soll. Aber das war jetzt richtig gut, dass das Wetter aufgemacht hat und wir damit unsere Laune auch steigern. Noreen, was steht heute an? Gute Laune, durchhalten und mal die anderen Messehallen besuchen. Die habe ich alle noch gar nicht gesehen. Ohne Witz, heute haben wir vielleicht ein bisschen Zeit. Aber wir sind auch noch eingeladen zur Podiumsdiskussion. Für heute, ich Dienstag. Fleisch im Wandel der Zeit. Nein. Wir sind eingeladen zum Thema, ich für Instagram, YouTube, Social Media, genau, zum Thema Vorurteile bzw. Umgang mit Kritik. Ja, und auch Vorbildfunktion. Weiß nicht, warum die was von mir wollen, aber. Und du bist eingeladen zur Podiumsdiskussion zum Thema? Angst. Angst beim Reiten und ja, wie das beklemmen kann. Und ich muss mich mal noch mit dem Programmpunkt auseinandersetzen. Also, es wird auf jeden Fall wieder ein lustiger Messetag und wir nehmen alles mit, was geht. Warum ist es so wichtig, dass wir locker bleiben? Naja, wir brauchen ja eine bewegliche Hüfte, wir brauchen eine starke Körpermitte, wir brauchen Balance, wir brauchen Atmung, wir müssen uns konzentrieren und all das lässt sich, was wir auf dem Pferd brauchen. Lagerbesprechung Tag 5, Show 4, Gusti. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Wir sind jetzt alle nur ein bisschen platt, ein klein wenig, aber die Pferde sind fit, oder? Aber gestern 4 Shows. Adonis hat ja wirklich 4 Shows gemacht. Da war er müde. War er müde dann? Okay. Es war das erste Mal, dass er auf den Rückweg auf der Halle zum Stallzelt, dass er Schritt gegangen ist. Oh. Die ganze Zeit ist er ja nur im Tölt hin. Ja, das kenne ich. Wenn ich müde bin und ins Geschäft laufe, renne ich normalerweise. Und ich bin jetzt so müde, ich laufe jetzt im Schritt. Mädels, seid ihr fit? Ja. Aber ich glaube, man merkt jetzt so langsam ein bisschen die Equitana-Spuren. Yes. In einer Stunde geht es los, oder? Wir haben jetzt, meine Uhr ist wieder halb stehen geblieben. Ja, aber wir sind trotzdem bereit. Ja. Tim und unser Hestakofi-Timmy verkauft gut. Du bist zufrieden, oder? Ja, sehr. Sehr? Hat viel Spaß. Das ist übrigens jetzt hier für die Roadcam, also nicht, dass ihr denkt, das kommt jetzt irgendwo. Ach so. Das ist jetzt nur die Roadcam, so. Das kommt jetzt nicht live direkt, sondern. Das ist so der Behind-the-Scenes-Reportage. Unsere Elsa hat 5 Stunden geschlafen, aber ist am fittesten von uns allen, oder? Ja. Ey, aber sie ist wirklich, vor allem sie ist so still und nice und schafft wie ein Bohnenputzer und hilft vor allem hier ganz toll bei den Pferden. Habe ich der Mama übrigens auch schon gesagt. Taschengeld wird erhöht. Also heute. Okay, Silke, das war jetzt deutlich. Wink mit dem Zaunpfahl, also es ist noch leer, aber heute ist ja Sonntag und das ist bekannterweise Samstag und Sonntag der Messetag schlechthin, also wir erwarten wieder Millionen von Zuschauern und Fans. Millionen. Wir können Events vielleicht mal ansatzweise mal gucken, ob wir ein bisschen antreten lassen, aber natürlich brauchen die Strecke, um wirklich schnell zu werden, um wirklich in diese Flugphase zu kommen. Und wir werden heute jetzt natürlich aber erstmal die Ja, die stehen hier alle für uns an. Die wollen nämlich alle ein Autogramm. Nee, wollen sie nicht. Sie wollen von ihm ein Autogramm. Jesse Trent und ich, den anderen Namen kann ich nie aussprechen. Und lustiger Faktor, ich bin vorgestern mit zwei so Nudel
Dinge für unsere Mannschaft gelaufen und bin durch die Halle und plötzlich standen so vier Mädels vor mir. Ah, da ist er! Und ich so, cool, was mache ich jetzt mit den Nudeln? Und dann sind sie an mir vorbei und hinter mir sind die zwei Jungs gelaufen, weil sie von denen Autogramm wollten. Fies, oder? Aber wir arbeiten. Wir kriegen das noch hin. Wir haben jetzt rund 20.000 Follower und die ganze Saison. Juhu! Da winkt er. Oh, das ist Saison. Ah, da ist er. Schön. Ah, hier. Was hat er, was ich nicht habe? Becky ist sehr geil. Da kriegt auch unsere Lust auf 12 und auf 4. Absolut. Sehr gut, ich super. Könnte gerne nicht mehr aufschütten. Mega entspannt. Tölte einfach für die gesunden Zukunft. Meine Mannschaft hier anguckt, dann bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und einen wichtigen Teil möchte ich heute noch erwähnen. Gerade für dich, liebe Svenja. Du bist eine tolle Reiterin, du bist im Jugendkader. Und wir als Easy Flix, ganzen Team, unsere Noreen von der Höhenweg, unser Tim von Hester Kofi, möchten dich sponsern. Wir würden gerne dein Partner werden für diese Saison im Jugendkader. Also wir würden dich gerne sponsern. Freust du dich darüber? Ist gut? Ja? Prima. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ja, Easy Flix bzw. ich bin jetzt noch eingeladen, hier in der Podiumsdiskussion mitzumachen bei Standpunkt Pferd. Eigentlich genau unser Thema, nicht übereinander reden, sondern miteinander zum Thema Influencer Vorbild sein in der Social Media Welt. Ja, da kann ich ein bisschen was dazu sagen, ob ich ein Vorbild bin oder nicht, das könnt ihr ja ihr entscheiden, aber zumindest sprechen wir darüber. Schlecht, riesig mit euch zu sprechen. Ich möchte einmal noch kurz sagen, was Standpunkt Pferd überhaupt ist. Also wir sind ja hier, um gemeinsam miteinander zu sprechen über das Thema, was auch hinten angeschrieben ist. Ich aber auch gleich nochmal vor, statt übereinander. Unser Ziel ist es, dass ihr an den Tischen danach auch in Diskussionen kommt über das Thema. Wo hattet ihr schon Kontakt damit? Wie seht ihr persönlich das? Oh, jetzt dürft ihr euch aber gerne einmal alle vorstellen. Magst du anfangen? Darf ich? Ich bin Annika Hansen, wahrscheinlich kennt man meinen Insta-Name eher. Das ist mein erstes eigenes Wertwölkchen, das ist mein Insta-Name. Ich war lange Zeit Moderatorin, habe mich dann aber ja, auf Social Media mehr oder weniger ausgebreitet und mache Instagram, YouTube, habe inzwischen ein eigenes Label, Bücher geschrieben und so weiter und habe so ein kleines Pony-Universum, Pony-Liebe um mich herum geschaut. Hi, ich bin Nadine Holthaus von Holthaus Horses in Phoenix. Wir haben ein Hofprojekt in Hobsten, NRW und ich arbeite als freiberufliche Trainerin und Mediatorin deutschlandweit. Setz dich gerne hin. Sehr schön. Hallo, ich bin der Tobi von EasyFlix TV. Wir sind Deutschlands erstes Pferde-Lifestyle-Portal, was die Community mitgestalten kann. Deswegen passt auch dieses Motto so gut dazu, miteinander reden und nicht übereinander reden, weil wir jeden einladen wollen, mit uns gemeinsam verschiedene Trainingsmethoden, Leute, Menschen kennenzulernen. Und ich freue mich, hier zu sein. Hi, mein Name ist Steffi Schade. Ich bin Trainerin für Mensch und Pferd mit dem Schwerpunkt Freiarbeit und zur Sitzschulung. Gymnastizierende Handarbeit. Ich mache das Ganze schon seit mehr als 13 Jahren und irgendwann habe ich gemerkt, oh, da läuft so eine Co-Welt ab auf Instagram, YouTube und Co. Und irgendwie wäre das mal interessant, da reinzuschauen und habe dann gemerkt, boah, da gibt es ja noch so viel mehr, als ich überhaupt registriert hatte bis dahin. Wow, perfekte Überleitung, Steffi. Was hier für eine Stimmung ist, ich glaube, man hört es im Hintergrund, ich bin jetzt gerade behind the scenes von Halle 5, der großen Showhalle, die es hier gibt. Und hier gibt es dann die große Leinwand, die ihr seht. Von vorne ist ganz schön bestückt. Wir sind jetzt hier im Bereich, wo dann die Hallentür aufgeht und die Showreiter einreiten. Und da werden wir auch am Mittwoch sein. Ich bin sehr gespannt, ob ihr dann auch ja, so ein Gänsehaut-Feeling bekommt wie wir. Mega, oder? Jetzt kommt aus dem Landesgestüt. Und von der Hengststation Bischof-Lohnermann kommt Symphonic zu uns. Und die beiden werden nun eindrucksvoll in Szene gesetzt. Wir lassen sie zusammen tanzen. Sportliche Erfolge. Hallo, was macht ihr aktuell?
dieser Wand hier. Wie viele LED-Lichter vermutet ihr, dass da drin sind? Krass, oder? Das ist natürlich ein tolles Showbild hier. Und ich bin hier am Moderationsstand, wo wir am Mittwoch eben auch sind. Im Hintergrund seht ihr auch schon unsere Showreiter. Ja, am Mittwoch heißt es auch für uns, in dieser Halle zu sein. What a feeling, oder? Die Messe ist wirklich sehr, sehr laut und Rückzugsorte gibt es hier nicht wirklich. Und auch Katja Schnabel wird hier gerade von unserem Mentalcoach mit einer tollen Audiohypnose nicht behandelt, aber letztendlich in einen Energiezustand versetzt. Was hört sie gerade? Kraft und Energie, genau. Kraft und Energie. Das habe ich jetzt auch schon zweimal hier gemacht. Das ist richtig gut und bin sehr gespannt, wenn Katja wieder erwacht. Kraft, Energie hat, weil hier braucht man wirklich viel Kraft, Energie. Ja, und gute Nerven. Noreen, Tim, was haben wir heute für einen Showtag? Showtag 6, Messetag 5? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht, wir werden alle... Nee, wir werden nicht alle sterben. Übrigens, unser Spontan-Showteam ist auch schon da. Ich würde mal so sagen. Schwund hat man immer ein bisschen in der Gruppe. Becky ist jetzt zu Hause. Lisa fällt leider aus. Aber wir haben jemand Neues. Svenja? Hallo. Grüß dich. Ja. Na, bist du entspannt? Ja, es geht so. Ne? Und die Sissi haben wir auch dabei, gell? Die Sissi. Voll geil. Svenja ist vom Bundeskader. Was? Nicht dein Kopf? Dein Kofferraum? Sehr unordentlich. Das nenne ich mal echtes Teamwork. Svenja ist mal spontan eingesprungen für die Show. Heute für drei Shows, weil eigentlich war nur eine geplant für 10 Minuten. Und die Equitana meinte so, ja, können da ein bisschen mehr machen und wir so, hallo, natürlich, und wussten dann nicht mit wem, aber Svenja, die coole Socke, macht da einfach mit, wir freuen uns. Wen hast du denn heute dabei? Ich habe heute den Safir dabei. Ach, da steht doch ein Hänger, gell? Da steht aber noch Komm, ein Hänger. Leute, ich nehme euch mal mit. Da, Opa, ja, guck mal. So, warte. So. Hi, servus. Na, du Showpferd, bist nervös? Sein erstes Interview, oder? Sprich mal mit Tobi. Das, hier steht alles gut. Nee, ich meine, wenn du Bundeskader-Jackett hast, natürlich auch schick, aber die Frage war natürlich, ob du mit Easyfix rein kannst. Aber ich muss mal gucken, was wir noch da haben. Naja, also auf jeden Fall warten wir jetzt noch auf das Gesundheitszeugnis. Juhu! Aber dann kann es losgehen, so in einer halben Stunde, ne? Wir sind entspannt. Wir sind super entspannt. Noch ein bisschen Arte gucken. Sagen wir es mal so. Ich habe schon einige Messen hinter mir, aber eher für die Industrie. Und die laufen anders ab und wir sind jetzt wirklich durch. Also jetzt ist heute der vorletzte Showtag. Wir haben heute nochmal drei Shows und morgen geht es dann ab in die größte Halle, ich glaube, der ich je in der Mitte stand. Und wir sind trotz allem noch hoch motiviert und haben richtig Spaß. Und die Stimmung ist nach wie vor richtig, richtig gut, was ich unglaublich finde. Und Gusti Jonsson und sein Adonis ist von Anfang an Tag 1 der Show konsequent dabei. Jede Show. Mein höchsten Respekt vor den beiden. Das ist eine Wahnsinnsleistung und die liefern auch immer ab. Finde ich erstaunlich. Ja, jetzt geht es gleich wieder auf die Messe. Ich packe gleich Tim und Noreen mit ein und dann schauen wir mal, was uns heute erwartet. Eine Podiumsdiskussion habe ich heute noch zum Thema Vorbild in Social Media, in YouTube. Das wird auch spannend. Ich war ja bei der ersten Podiumsdiskussion mit Annika Hansen dort von Wölbchen. Die hatte da auch echt Interessantes zu berichten. Ich würde sagen, los geht's.